Unholy. Unholy ist der, der hat wenigstens noch eine gute Qualität. Den können wir uns vielleicht mal reinziehen. Gegen Tim, aber die kenne ich wieder nicht. Tim versus Unholy. Unholy, das war derjenige, der... Scheiße. Unholy war derjenige, der definiert hat, was die Meinungsblogger-Blase ist. Dementsprechend, da kann ich mich noch... da weiß ich noch ein bisschen, wie es abgeht. Mann, wo ist es? Red Phantom, grüß dich. Nein. Hier. Jägermeister. Das heilige Buch der Grundväter. Das heilige Buch der Kanalzerficker. Okay, was brauche ich? Ein lustiges Intro. Okay, kranker Kanalzerfickungsspeed. Okay, check. Behinderte bitte. Markus, die sind voll. Schön, dass du da bist, Bruder. Ich brauche ein Vorbild. Okay. Westdeutsches Pokal, meine lieben kanalzerfickenden Freunde. Heute ist es soweit, das fucking DMB startet und ich bekomme von Cloud als Gegner Unholy. Den 21-jährigen. Nee, 20. 21. Warte mal. Egal. Mein Opfer ist also Unholy. Der wohl männlichste Meinungsblogger in dem ganzen Bett. Ey, ich hoffe, er nimmt dieses Meinungsblogger-Blasen-Video einmal als Front. Das ist so lustig einfach. Ich hab das gefeiert. Ich hab's wirklich gefeiert. Ich hab's auch genossen. Moment mal. Denkt ihr ehrlich, dass ich so einem verweichlichten Stück Scheiße auch noch Zucker in den Arsch blas, nur um Sympathiepunkte zu bekommen? Ich meine, ich kenne niemanden, der schon alleine 5 Tweets macht, in denen er rumheult, dass ihn Kuchen-TV ja, Mann, hat. Wie ist das denn bei ihm zu Hause, wenn seine Mutter sagt, er soll Hausarbeit machen? Gibt es dann 10 Tweets darüber, dass seine Mutter... Meine Mutter hasst mich. Ihn nicht liebt und 10 weitere, wie er sich beim Edeka seines Vertrauens Rasierklingen kauft, um damit Tic-Tac-Toe. Guckst du gleich Simplicissimus? Du meinst Da Vinci, oder? Ja, Huhn? Oder meinst du jetzt wirklich Simplicissimus? Oh, auf seine Arme zu spielen nice, oder was? Wobei, ich sollte nicht so gemein sein. Du bist ja schon mal fast gestorben. Aber dass du direkt... Baku, ich grüß dich! Darf ich dir eine Praline der Szene anbieten? Guck dir Baka Desjune NE versus alle Palle an. Diese Qualität, diese Animation zu wild. Gucken wir uns danach an, oder? Wenn Baku das schon so sagt, dann wird das schon krass sein. Wenn du ein Verbot für LKWs von 22 bis 6 Uhr verhängen willst, finde ich trotzdem absolut übertrieben. Ich meine ja nur, wie sollen die denn noch was verdienen? Und was du nicht bedacht hast, wann sollen denn die LKW-Fahrer die Waren liefern, die du bei Wish bestellst, um mit deinem Louis V-Gürtel aus Albanien zu flexen, du Bastard? Naja, wer ist überhaupt dieser Unholy? Alter, dieses... Einfach nur das stumpfe Bastard, das gefällt mir. Er ist ein 20- oder 21-jähriger Meinungsblogger, der sich am 2019er Prinzip von Just Nero orientiert. Die Ähnlichkeiten im visuellen Sinne sind eben nicht von der Hand zu weisen. Moment, ich zeige euch das eben. Also, wir verändern den Hintergrund, machen Unholy größer und ja. Man könnte also sagen, Unholy ist ein Just Nero in viel, viel schlecht. Muss man sagen, ist er an sich visuell jetzt nicht so scheiße gemacht, aber ich finde es halt auch einfach, so an sich finde ich manche Meinungsblogger einfach so ein bisschen zu langweilig. Und zu monoton, also mir kommt es gerade so vor, dass er so redet. Also da hat er mal ein bisschen das gemacht und dann hat er einfach diesen lilanen Hintergrund in den Hintergrund gebracht. Und dann hat er einfach noch das Avatar mal noch in den Vordergrund gepackt, ein bisschen größer gemacht. Jetzt sieht das aus wie bei Just Nero und das gefällt mir halt mega gut. Nein, das gefällt mir nicht so gut und deswegen zerstöre ich ihn jetzt, Bastard. So klingt das ungefähr. Ja. Außerdem hat er es nötig, irgendwelche Weiber anzukacken, die das Privileg bekommen haben, trotz sozialer Inkompetenz einen Job als Erzieherin zu haben. Was mir auch dermaßen auf den Sack geht, sind einfach so unnötige Dinge, wie jemand einen Copyright-Strike reinzuhämmern, nur weil er nicht das tut, was man sagt. Ein weiterer kleiner Punkt ist seine Grammatik. Wobei das jedem passieren kann, aber einfach aus Prinzip. Junge, ich hoffe, du wirst angefahren. Wisst ihr, da ist so eine Ironie dahinter, weil er ja mal fast angefahren wurde. Ja, also ich... Hallo, das ist aber... Da muss man aber sagen, das ist ein ganz guter Front. Das zeigt auch, er hat sich mit dem Video auch befasst und ja, er wurde fast angefangen. Ja, gerade, nee, dass ich eigentlich gar keinen Bock mehr habe, mich mit dem Atomspasten zu beschäftigen. Deshalb macht es jetzt Siggi. Ich wurde doch tatsächlich dazu genötigt, nochmal einen Part für dieses Turnier abzuliefern. Ich weiß nicht, ob das langsam ins Illegale geht und ob der Turnierleiter wegen mir den Scheiß abbläst, aber ich schreite aber mal zur Tat. Dieses Mal geht's um den Herrn Unholy. Das ist der Typ, der auf seinem Kanal... Warte mal, warum kann man... Das verstehe ich gerade nicht. Warum kann man bei einem Zerstörungsbattle einen Feature-Part einbauen? Also, das ist doch eigentlich ein Zerstörungsbattle von Tim gegen Unholy. Warum ist jetzt der Typ
mit dabei. Muss ich das jetzt verstehen? Albaner in 6 Wörtern 2 Rechtschreibfehler, also 33%. Das klingt sehr schön hoch. Hat immer gewissermaßen schon an der direkt in die Fresse gehen Attitüde meinerseits, dass ich schon eine gewisse Antipathie gegenüber diesem Typen habe, welche tatsächlich schon ein Jahr im Mantel des Schweigens unterdrückt wurde, da ich diesem Biomüll keine Plattform schenken wollte. Aber 5 Videos über Nexter, Retzen oder immer der Bastard heißt später und ich kriege hier die Chance, in einem Feature über ihn zu labern. Kommen wir mal zum Substanziellen. Seine Videos. Angefangen hatte zu Neujahr 2000. Was? Ging bei Kuchen doch auch. Fuck, Alter, ich bin gerade komplett raus. Was meinst du jetzt nochmal, was bei Kuhn TV auch ging? 2019. Das erste Machwerk aus dem Hause Unheilig ist eine Kanalzerstörung zu Skullgirl, welche genauso gut aus 2016 stammen könnte. Ich hab keine Ahnung. Länger als 10 Sekunden reingelunzt und man wird eben neben dem ungeblöten Minecraft-Gameplay, dem Kanalzerficker-Video und dem obligatorischen Disclaimer erstmal von einem richtig beschissenen Stimmverzerrer vergewaltigt. Aber auch die Punkte... Ach so, ab bei Kuhn TV ging das auch mit dem Feature-Parts, okay? Ja, finde ich aber nicht so gut, weil eigentlich ist es ja die Arbeit... Oder eigentlich soll es ja die Leistung von demjenigen, der halt dort Battle darbieten und oder darlegen gegen den anderen. Und nicht, dass jemand noch einen Part davon übernimmt, weil das ist ja jetzt kein, ja, wir schlachten jetzt zu zweit eine Person ab, sondern das ist ja ein Battle gegeneinander, also 1 gegen 1. Das finde ich immer ein bisschen schade. Wir sind nicht mal gut genug, als dass sie den himmelschreienden Scheißdreck rechtfertigen könnten. Dinge, die ich auf Anhieb und ohne zu recherchieren aus dem FF über Sky kenne, sind zum Beispiel, dass die Drecksau bis zur Vergasung clickbaitet, dass seine Ringe auf dem Minecraft-Server teuert wie sonst was sind und dass das Geldverdienen mit diesen Ringen gegen die Minecraft-Euler vom 25. Juli 2014 verstößt. Mehr als das bringt er auch eigentlich nicht in diesem Video. In 6 Minuten. Nebenbei schreibt er in diesem Video nochmal Satire falsch. Ich frage mich, ob der das absichtlich macht. Ist das irgendwie ein Running Gag oder so auf seinem Kanal, dass er das falsch schreibt oder schreibt man das irgendwie in seinem Land anders? Naja, who cares, weiter geht's. Die nächsten Videos sind eigentlich dasselbe, nur in Reloaded. Destroys und Rypacks sind ja ungefähr dieselben Leute. Dann fing die Obsession mit diesem Retzen-Typen an. Und wo wir bei Retzen sind, das ist einer, über den anscheinend jeder aus diesem Untermenschenkreis ein Video gemacht hat. Da schließt sich mal wieder der berühmte Kreis aus Scheiße, besteht aus Dymeinungs-Vlogger, Doppelmoral, Unholy und Cloud Dust, welche im Großen und Ganzen eine relativ homogene Masse mit einem kollektiven Hass gegen Marvel zu sein scheinen. Mit Ausnahme von Khaled, welcher gerade einen ganz anderen Film fährt. Peace. Kommt noch irgendein Part gegen Cloud Dust, was das Video gegen mich anbelangt? Das wäre halt echt nice, da würde ich mich sehr freuen. Zubringen. Wer ist der eigentlich? Das ist Tim, also beziehungsweise das war jetzt gerade nicht Tim, das war der andere. Mit der Zeit werden seine Videos von der Gestaltung her zwar immer erträglicher, aber die Themen und der Inhalt sind immer noch nicht diese Yellow-Krumse. Hä, warte mal ganz kurz. Also ich guck mir jetzt gerade eben eine Zerstörung von Tim gegen Unholy an. Tim hat einen Feature-Part, der einfach länger ist als ein eigener Part. Oder fast noch länger ist als ein eigener Part. Und da ging es gerade eben fast nur darum, irgendwas mit Sky Guy und sonst irgendwas. Und hä? Also das checke ich jetzt nicht. Denk, außer das NordVPN-Video, das gefällt mir. Da hat der Kuhn TV schon ziemlich aufs Maul gegeben. Dann folgen wieder Videos über die Szene und er regt sich über Tierlisten auf. Dann kommt wieder seine Marvin-Obsession. Fix, kannst du gerne machen. Dann kommt ein Video zu deinem Meinungsblogger, kenne ich irgendwoher, aber auch wieder ein schniekes Video. Aber alles in allem mag ich Unholy und Cloud das nicht, weil die sich wie dieser Bagger-Desonet-Typ in ihrer Filterblase eingraben. Und wie jeder weiß, gibt Eingrabungen in Hearts of Iron plus 30% Defense. Ach ja, Cloud das. Mach halt die Hintergrundmusik bitte noch ein Stück lauter. Bitte lass mir meinen Lil Phil, das ist mein Klickmagnet. Diese Klicks gehören mir. Peace. Boah, scheiße, Alter. Theo, grüß dich. Cola. 10 Uhr ist nichts. Erstes Nein. Ja, während der liebe Kanal zerfickende Feature-Part-rendernde Übergott sich jetzt was zu essen macht, müsst ihr wohl mit mir Vorlieb nehmen. Ich habe mich für euch in die Tiefen seines Twitter-Accounts begeben und was mir dort begegnet ist, halt, ich meine, Junge, welcher behinderte Vollspaß spendet Alpha Kevin Geld und ist dann auch... Habt ihr es gerade gehört? Welcher behinderte Vollspaß spendet Alpha Kevin Geld? Wie kann man nur so sein? Ich will jetzt gar nicht wissen, wie es weitergeht. Auch noch stolz auf den Scheiß. Du Hurensohn. Rote Karte. Kenneth, grüß dich. Rote Karte, let's go! Rote Karte! Sowas will ich noch nicht sehen. Das war gerade eben eine Ansage an die ganze Community. Das ist das große Problem. Jeder, der hier schon mal irgendwas dagelassen hat, eine Spende. Ihr wurdet gerade alle beleidigt. Alle. Alle gerade beleidigt. Ich nehme hier, ich gucke mir hier ein Video an und ich bin schon wieder Teil des Videos.
aber wieder negativ. Sobald ich hier von einem kleineren Meinungsblogger, sobald hier irgendwas passiert, ich komme immer mit vor, aber als Negativbeispiel. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Der Einzige, der momentan wirklich noch an mich glaubt, ist Kuhnefer, habe ich das Gefühl. Und meine Community, das natürlich. Alter, ich kack mir irgendwann ein. Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Da gehe ich vors Gericht. Steht hier irgendwas? Wo steht hier was? Filterbubble, bla bla bla. Mhm. Ganz viel Liebe. Das hat doch 9 Kommentare, sage ich gar nichts dazu. Du Motherfucker, ich ficke deine Mutter every day and night. Was willst du tun, hä? Nee, aber mal ehrlich. Wie verstrahlt muss man denn sein, um so einen dummen Knilch Geld zu spenden? Wenn ich du wäre. Aber mal ehrlich. Wie verstrahlt muss man denn sein, um so einen dummen Knilch Geld zu spenden? Wenn ich du wäre, würde ich mich jetzt an der nächsten Laterne aufhängen gehen. So ein dummen Knilch. Ich mach dem nächsten ein Hate-Video gegen den. Tim. Wo bist du? Tim? Ich geh jetzt auf seinen Kanal. Ich will jetzt seinen Kanal sehen. Hat er Reichweite? Wenn er jetzt Reichweite hat, dann raste ich aus. 311 Abonnenten. Hat er mal ein Video gegen mich gemacht? Komm, dann trau dich doch. Alter, spallert ihr jeden Abonnenten aus seinem Kanal raus. Ich sag's dir so, wie es ist. Wer macht so ein Video einfach? Wer macht so ein Video? Ich will nochmal speziell auf sein Video über die Meinungsbloggerblase, wie er sie nennt, eingehen. Ja, aber geht nochmal drauf ein, vielleicht ist das mal noch was Gutes. Also auf das irreführende Fazit, was er am Ende des Videos nennt. Laut ihm gibt es keine Meinungsbloggerblase oder Szene. Das Ganze wird so niemand unterschreiben. Im Stream von Alpha Kevin, dem kleinen Möchtegern Kuchen TV, hat YOLO es... Ich raste aus. No Front, no Front, würde jetzt vielleicht der News Time sagen. Was ist denn das für ein lächerlicher Typ? Was ist denn das für einer? Der soll hierher kommen. Dann komm hierher, komm. Ich gebe dir die Adresse, los geht's. Jemand in einem Kommentar so etwas wie eine Unterbubble erwähnt. Was ist denn das hier? Klautas und Anholi sind mir eh seit einem Jahr ungefähr so ein Dorn im Auge. Weil ich habe deren Unterbubble auch ein wenig im Auge behalten. Wie Dude mit Maske gerade erwähnt. Und er hat verdammt nochmal recht. Es gibt keine große Bubble, aber vielleicht kleine Unterbubbles, Szenen, was auch immer. Es gibt Meinungsblogger, die gehen in eine Richtung und die anderen gehen eben in die andere Richtung. Es sind alles Meinungsblogger, aber schon alleine der Fakt, dass du Türklinken deepthroatender Bastard meinst, es gäbe nur eine Bubble, lässt mir die Frage offen, ob du dich überhaupt in irgendeiner Weise mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Dazu kommt noch, dass ich mich immer noch frage, wie du minderbemittelter Spaß dich überhaupt traust, Videos mit einer Audio Qualität hochzuladen, als hättest du sie mit einem verfickten Toaster aufgenommen. Ja, also ich habe ihn jetzt halt ins Gas gerendert und sein Kanal ist auch bald gone. Ohne Dampf kein Kampf. Ohne Dampf kein Kampf, was ist das für ein Mensch? Was ist das für ein Mensch? Der macht ein Zerstörungsvideo gegen Unholy, aber das ist ja wohl eher ein Zerstörungsvideo gegen mich. War zu gone, Dislike mehr. Irgendwo zu Recht, oder? Was ist denn das hier? Hier wurde ich wieder komplett hops genommen. Wieso macht man sowas? Das sind immer die Menschen, die kein Niveau haben dabei.